Wie wird man besser im Generieren von Ideen? Jeder, der ein Business hat, jeder, der selbstständig ist, jeder, der ein Buch schreiben möchte, jeder, der kreativ arbeiten möchte, jeder ist abhängig von Ideen. Und die Qualität der Ideen, die du hast, ist eben direkt proportional mit dem Erfolg, den du langfristig, sagen wir, haben wirst und der Qualität dessen, was am Ende rauskommt. Und den ersten Einwand, den du dir wahrscheinlich schon wieder überlegst und den du wahrscheinlich schon gerade dabei bist, in die Kommentarleiste reinzuhämmern, ist eben, ja, aber die Ideen sind nichts wert, es geht nur um die Umsetzung. Was natürlich stimmt, eine Idee allein hat keine Seele, hat keine Substanz. Nur die Qualität dessen, was aus der Umsetzung entsteht, ist immer abhängig von der darunter liegenden Idee. Und mit Ideen meine ich logischerweise nicht nur, das sagt die Business-Idee, das heißt die große Idee, die was hinter einem Business steckt, sondern auch die Frage oder die Antwort auf die Frage, okay, was ist der nächste Schritt? Okay, was für einen Artikel kann ich schreiben? Was können wir mir machen, um das Marketing zu steigern? Also all diese winzig kleinen Entscheidungen, die du jeden Tag triffst, all diese müssen irgendwo herkommen. Und all das sind quasi die Ideen, die du brauchst, um auf diesen Ideen dann die nächsten Schritte wieder umzusetzen. Und in Summe macht es einen großen Unterschied, wie gut eben die Ideen sind oder wie viele Ideen du hast. Und das Problem ist, die meisten Leute sind entsprechend schlecht eben ausgerüstet, darin Ideen zu generieren. Und in diesem Video möchte ich eher mehr eingehen, eben auf die Idee, Business-Ideen zu generieren. Das heißt, angenommen, du stehst jetzt irgendwo an einem Punkt, wo du einfach weißt, okay, mein Job ist okay, aber ich kann es mir nicht vorstellen, die nächsten 20 Jahre das Gleiche zu machen. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, etwas Ähnliches die nächsten 20 Jahre zu machen oder überhaupt etwas, was irgendwas mit dem zu tun hat, was ich jetzt mache. Das heißt, ich brauche die zündende Idee, das eine Ding, was ich habe, um aus diesem ganzen Ding rauszukommen. Und dann ist eben die Frage, okay, ein Business, mach mal ein eigenes Business auf, entwickle mein eigenes Produkt, was wir dann verkaufen können. Und das ist eine gute Idee, ja, an sich schon, aber die nächste Frage ist logischerweise, ja, aber was soll man tun? Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man selbst eben diesen Muskel mehr trainieren? Und der James Altucher, hoffentlich spricht man es schon so aus, ist immer ziemlich ein bekannter Blogger, hat einige gute Bücher geschrieben. Er sieht quasi die Fähigkeit, kreativ zu sein und Ideen zu generieren, eben als eine der wichtigsten Fähigkeiten an. Und von ihm habe ich die meisten eben Ideen zum Ideen entwickeln, quasi mehr oder weniger einfach nur geklaut. Das heißt, Regel Nummer 1 im Generieren von Ideen, von Business-Ideen, ist einfach, hab erst einmal einfach viele Ideen. Die Qualität kommt erst später. Und wenn du jeden fragst, der eine gute Idee hatte, der wird dir antworten, dass er erst einmal sehr, sehr, sehr viele schlechte Ideen gehabt hat, bevor er eben diese eine gute Idee gehabt hat. Das heißt, schlechte Ideen zu machen, kann man durchaus üben, nämlich man kann es durchaus jeden Tag üben, indem man einfach zum Beispiel, und das ist eben der Tipp, den er gibt, sagt, okay, jeden Tag nimmt er einen Zettel, meistens von irgendeinem kleinen Blog, und schreibt dort einfach 10 Ideen zu irgendetwas auf. 10 Ideen, wie man eine bessere Kloschüssel erfindet, 10 Ideen, wie man einen Kühlschrank intelligenter gestalten kann, 10 Ideen, aber auch, was für einen Artikel er als nächstes schreiben kann, 10 Ideen, was für Videos man aufnehmen kann, 10 Ideen für jemanden anders, der ein Business hat oder der selbstständig ist, oder einfach sagst, okay, ich schaue mir sein Business an und überlege mir 10 Ideen, wie der mehr Umsatz macht, wie der sein Business verbessern kann und so weiter. Und das in Summe, jeden Tag, immer diese Übung, wo man einfach trainiert, Ideen zu haben. Die meisten Ideen werden, wie gesagt, schlecht zu sein, aber wenn du das jeden Tag machst, das sind an 360 Tagen im Jahr, sind das 3600 Ideen, und wenn davon nur eine wirklich gut ist, dann ist es schon mehr als genug, um alles zu erreichen, was du erreichen möchtest. Vorausgesetzt, das ist eben dein Ziel, und egal wie das natürlich aussieht. Das heißt,
Wenn du an dem Punkt bist, wo du einfach sagst, okay, ich brauche eine Idee, diese zündende Idee, dann geh einen Schritt zurück und sag, okay, aus dem Nichts wird diese Idee nicht auftauchen. Und wenn man an das glaubt, dass man sagt, okay, man bestellt sich die Ideen irgendwo vom Universum und man muss sich nur so sehr darauf konzentrieren, das zu erreichen. Was ist ein größerer Energieaufwand? Einfach nur nachzudenken oder zu sagen, okay, jeden Tag, ich mache es zur Gewohnheit, jeden Tag Ideen zu haben, jeden Tag über eine Sache nachzudenken und Wert anderen zu geben. Und dann zu warten, bis eben diese eine Idee, wo du einfach merkst, okay, das ist das, was es sein soll, das ist das, was es werden wird, und dann zu sagen, okay, was 10 Ideen, was der nächste Schritt sein kann und so weiter. Das heißt, du handelst dich quasi von Idee zu Idee weiter und du musst nicht mal eine von diesen 10 Ideen verwenden, sondern einfach nur sagen, okay, das ist einfach eine Übung. Wie jemand, der einen Roman schreibt, der muss jeden Tag schreiben. Die meisten Seiten, die er schreibt, sind schlecht, aber er muss die schlechten Seiten erst geschrieben haben, bevor er zu den guten Seiten kommt. Und er muss erst einmal viele schlechte Bücher geschrieben haben, bevor ein Buch gut ist. Und je schneller und je mehr schlechte Sachen er schreibt, umso schneller kommt er an den Punkt, an dem die Dinge halbwegs gut sind. Und es ist dasselbe wie mit Videos machen. Die meisten Videos sind nicht gut. Und meine Performance ist in den meisten Videos, gerade in den Anfangsvideos, mittlerweile bin ich halbwegs zufrieden. Ist auch nicht gut. Aber ich habe irgendwann mal anfangen müssen. Und die ganzen hunderten Videos, die ich davor schon gemacht habe und nie jemandem gezeigt habe, weil ich es einfach mit dem Handy aufgenommen habe und gleich wieder gelöscht habe und mir nicht mal angeschaut habe, all diese Videos waren notwendig, um an diesen Punkt zu kommen, wo ich eben jetzt bin, wo ich in einem Zimmer stehe und vor der Kamera rede. Aber es war notwendig. Und genauso ist es mit den Ideen. Bevor du eben diese eine Idee hast, die entscheidend ist, übe einfach, viele Ideen zu haben. Und in der schieren Masse an Ideen wirst du irgendwann merken, dass der Punkt kommt, wo du einfach merkst, okay, die Qualität wird Schritt für Schritt besser, weil es einfach ein Muskel ist, einfach ein Skill ist, den du haben kannst und den du trainieren kannst. Und die Qualität und das, was aus der Umsetzung entsteht, kommt dann ganz von alleine. Aber es ist eben eine Frage der Übung. Das heißt, deine Aufgabe für heute, schreibe 10 Ideen über irgendwas. Wenn du eine Idee für die Ideen haben möchtest, dann schreib 10 Ideen, wie ich meinen YouTube-Kanal verbessern kann. Damit ist der Eigennutz auch schon mal wieder drinnen. Oder du schreibst einfach für irgendeinen Kumpel 10 Ideen, wie er sein Business umbauen kann. Oder 10 Artikel, die du schreiben kannst. 10 Ideen, über was ich Videos machen könnte. Oder. Es ist vollkommen gleichgültig. Es geht nur darum, eben jeden Tag etwas zu haben, an dem du, wo du deinen kreativen Muskel, deinen Ideenmuskel quasi trainieren kannst. Soviel dazu. Ich hoffe, das Video war sinnvoll und nützlich. Und wenn du Fragen hast, wie immer unten in der Kommentarleiste. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich wünsche dir eine schöne Zeit und viele sinnvolle und gute Ideen.